Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Mass Effect Legendary Edition Episode 3 mit dem Ralf von der letzten Folge. Haben wir ein bisschen auf der Normandy rumgelabert und sind hier auf Rancor oder Renoch gelandet, um den abgestürzten Admiral zu retten. Aber das geht nicht so einfach, denn um ihn zu finden, müssen wir es mit dem Sender ausschalten, der aber beschützt wird von Flak. Und die Flak-Türme müssen wir erst einmal den Chaos machen. So, du hast Schilde. Du nicht. Alter, wieso gehst du wieder raus? Bleib doch hinter der Deckung, Mann! Ja. Was? Du bist ausgewichen. Sehen wir uns mal die Steuerkonsole des Geschützes an. Es lässt sich bestimmt abschalten. Bist gerade in eine Mine gelaufen. Einer von uns muss die Flakgeschütze ausschalten, Shepard. Edi, Sie erledigen das. In der Hoffnung, dass sie schneller ist. Auch wenn das, ich nicht weiß, ob das irgendeine Auswirkung hat. Ob ich jetzt hier... Oder ob ich hier rein nach Skill gehen sollte. What the... Okay. Du gehst fliegen. Du auch. Alter, bleib drin unter Deckung. Wieder aufstehen. Ich habe das Abwehrgeschütz deaktiviert. Gut, dann kümmern wir uns jetzt um die beiden am Turm. Wir fliegen. Erleben nicht. Dann halt nicht. Oh. Hätte ich die vorher gesehen. Die hätte mir jetzt das Leben ein bisschen einfacher gemacht. Naja. Man kann eben nicht alles haben.
ich aufgenommen, ja. Schredder. So, da höre ich was. Sie Hat's. Haben meine Nachricht empfangen, aber Notsignal gesendet. Es gibt keinen Funk. Sind Sie Soldat? Wartungspersonal. Dawn Hatzt. Ich säubere Maschinenteile. Hier wimmelt es von Geth. Sie hätten sich verstecken sollen. Ich dachte, ich könnte kämpfen und den anderen Zivilisten etwas Zeit verschaffen. Es waren so viele. Ich hatte vorher nie eine Waffe benutzt. Nicht bewegen. Wir haben Medigel. Ich habe zu viel Blut verloren. Suchen Sie den Admiral. Wenn Sie den Störturm zerstören, können Sie ihn anfunken. Ich weiß. Wir finden ihn. Bitte, hören Sie mir zu. Die Zivilflotte will diesen Krieg nicht. Wenn es eine Chance gibt, dass Admiral Corris uns lebend hier rausbringt, und sagen Sie meinem Sohn, sagen Sie Jona, dass sein Vater es auf die Heimatwelt geschafft hat. Auf zu diesem Turm. Der Arme. Dann machen wir erst was Linke. Montierte Geschütze. Oh je. Hui. Schön kaputt machen. Wow, 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 wow. Hat sich damit alle hingesetzt? Verdammter Mist. Was, wer hat mich hier noch erwischt? Wer soll das Geschütz deaktivieren, Shepard? Ja, mach du mal. Schalten Sie das Geschütz aus. Sofort! Sie müssten ein unbemanntes Geth-Geschütz eigentlich bedienen können, Shepard. Thank you.
wir uns das Letzte. Jetzt bei der Tür! Sieht aus wie Daten über die Störtürme. Könnten nützlich sein. Ja, ich wusste doch, dass hier was zu finden ist. Komm da. Ah. Wer soll das Geschütz deaktivieren, Shepard? Liara, schalten Sie das Geschütz aus. Sofort. Ich gebe Signal. Feuer frei! Shepard. Dawn hat es nicht geschafft, Admiral. Er hat es nicht. Ich verstehe. Ich komme mit einem Shuttle rein. Wo sind Sie? Der Rest meiner Crew hat es auf eine Lichtung geschafft. Ich lade die Position hoch. Zusammenbleiben mit Admiral Dawn. Nein, die Gäste haben mich abgeschnitten. Ich höre schon die nächste Welle. Geben Sie uns Ihre Koordinaten. Lassen Sie. Meine Crew wird in Kürze überrannt. Und Sie auch. Meine Leute sind keine Soldaten, Shepard. Man wird sie abschlachten. Retten Sie sie. Admiral, Sie müssen die Zivilflotte führen, wenn wir diesen Kampf beenden wollen. Was ist daran zivil? Unsere ganze Spezies hat für diesen Wahnsinn zu den Waffen gegriffen. Es ist zu spät für uns. Nur dann, wenn Sie hier unten sterben. Sie glauben doch nicht, dass Sie diesen Krieg beenden können. Ich weiß es nicht, aber klar ist, dass ich es ohne Ihre Hilfe ganz bestimmt nicht schaffe. Vorfahren, vergebt mir. Lade meine Koordinaten hoch. Wir kommen. Das ist wichtig. Wenn der verreckt, dann ist ein Frieden zwischen den Quarianern und den Geth nicht möglich. Da ist Admiral Corus. Ich sehe. Ja.
Shepard? Meine Crew. Vielleicht ist noch Zeit. Hallo? Hier ist Saal Chorus. Hört mich jemand? Hallo? Die sind tot. Gehe ich mal davon aus. Ja, Gav. Die sind tot. Eieieiei. Ich bete, dass der Himmel der Heimatwelt ihnen ein Trost war. Ist die Tür durch offen? Das war ein Fehler. Commander, die Unruhen haben sich weiter verbreitet, als ich dachte. Sie hatten recht, was meine Rückkehr angeht. Konnten Sie die zivilen Captains zum Bleiben überreden? Ja, sie haben sich in Verteidigungspositionen im Zentrum der Flotte neu formiert. Wenn wir sie nicht aufgehalten hätten. Wenn ich ihnen irgendwie helfen kann? Nachdem die Quarianer die Geth in die Arme der Reaper getrieben haben, würde ich alles tun, um diesen Wahnsinn zu beenden. Genau deshalb wollte ihr Volk sie zurück. Stimmt. Es ist höchste Zeit, dass wir uns um die kümmern, die wir noch retten können. Leben Sie wohl, Shepard. Viel Erfolg. Ja. Das war wichtig, den zu retten. Commander, wir haben die Reaper-Basis lokalisiert, die das lokale Signal sendet. Gut. Und gerade noch rechtzeitig. Aufgrund der Upgrades mit dem Reaper-Code nehmen die Geth die Flotte auseinander. Wenn das Signal deaktiviert ist, sind die Geth keine Bedrohung mehr für die Streitkräfte. Ist das ein Problem? Die alten Maschinen verfolgen zwar unethische Ziele, aber ihre Upgrades haben die unseren deutlich verbessert. Ich zeige es Ihnen. Ein Signal, das Geth steuert. Eine einzelne Einheit, oder? Korrekt. Und jetzt 10 Einheiten, die vernetzt zusammenarbeiten. Und das ist eine einzelne Geth-Einheit mit den Upgrades der alten Maschinen. Das ist eine vollentwickelte KI? Ja, wir verurteilen die Ziele der alten Maschinen. Aber wir halten diese Entwicklung für wunderbar. Ein Indiz für Leben. Das stimmt. Commander! Kommen Sie, Admiral. Das ist ein lebendes Wesen, egal auf welcher Plattform es läuft. Und Sie werden sterben, wenn wir die Basis zerstören. Sie sind Verbündete der Reaper. Um sich vor ihnen zu schützen. Vielleicht müssen Sie nicht sterben. Nur weil der hier einen freundlichen Eindruck macht? Nun, er hat noch auf kein Schiff mit mir an Bord geschossen. Commander, wollen Sie etwa vorschlagen? Ich schlage gar nichts vor. Ich sage nur, dass vielleicht nicht alle von Ihnen sterben müssen. Alles völlig egal, solange wir die Basis nicht ausgeschaltet haben. Die ganze Umgebung ist schwer befestigt und Sie haben Störtürme aufgestellt, um eine Zielerfassung aus dem Orbit zu verhindern. Dann müssen wir das wohl zu Fuß machen. Admiral Zen hat ein Laserleitsystem entwickelt, das das Störsignal durchdringen kann. Synchronisiert mit der Zielerfassung der Normandy. Die Normandy startet also einen Präzisionsangriff auf jedes Ziel, das ich markiere? Das dürfte reichen. Edie, okay für Sie? Ja. Es müsste uns einen Präzisionsschlag gegen die Reaper ermöglichen. Und alles andere in unserem Weg. Die Geth werden ihre Störtürme rasch auf diese Technologie umkonfigurieren. Sie sollten sie erst bei Erreichen der Basis einsetzen. Die Koordinaten der Reaper-Basis habe ich Ihnen geschickt. Können wir loslegen? Diese Jägerstaffel der Geth dezimiert nach wie vor die Flotte. Können Sie durchhalten? Wenn diese Jägerstaffel nicht ausgeschaltet wird, werden es viele unserer Schiffe nicht schaffen. Aber wir tun, was wir können. Es ist Ihre Operation, Commander. Wenn Sie jetzt losschlagen wollen, haben Sie meine Unterstützung. Ich habe Ihre Rücksichtslosigkeit schon zu oft unterstützt. Die Patrouillenflotte bleibt. Wir müssen Ihren Flankenangriff zurückschlagen, um unseren Fregatten Zeit zu verschaffen. Und dann stürmen Sie wieder los, wie beim letzten Mal. Diesmal ist es anders. Wenn wir unseren Schiffen nicht eine Pause verschaffen, werden wir sie verlieren. Dann ziehen Sie sie zurück. Dann fallen uns die Geth in die Flanke und wir verlieren jeden Spielraum. Ich brauche die Patrouillenflotte. Ich habe Ihre Rücksichtslosigkeit schon zu oft unterstützt. Weitere Schiffe einzusetzen gefährdet nur noch mehr Leben, Admiral Garrel. Gut, ich ziehe die schwere Flotte zurück. Aber wenn wir beschossen werden, gehen die Verluste auf Ihr Konto. Danke, Commander. Es ist nicht leicht, ihn zu bremsen. Oh, Chorus gibt gleich 25 Punkte obendrauf. Na, das hat sich doch gelohnt. Oh? Nochmal was? Hä? Sind wir noch nicht hier drin?
Vielen Dank für Ihre Rettungsbemühungen, Commander. Ich habe gern geholfen. Trotz unserer Meinungsverschiedenheiten ist Admiral Corus ein ausgezeichneter Commander, der die Zivilflotte vielleicht sogar retten kann. Was brauchen Sie? Erzählen Sie mir von der Zivil... Das sind unsere Zivil... In Friedenszeiten haben Sie den Hauptteil unserer Flotte ausgemacht. Heute würde unsere... Okay, ich hatte gehofft, Sie erkennt da nochmal, was jetzt da gerettet ist. Bereit, die Reaper-Basis anzugreifen, wenn Sie es sind, Shepard. Wir reden später. Natürlich. Also machen wir das mal noch nicht. Denn wir müssen erstmal noch die Schiffe retten. Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal, Commander. Danke. Navtil Vasgrill. Hallo, Commander Shepard. Die Zivilflotte ist Ihnen dankbar, dass Sie uns unseren Admiral zurückgebracht haben. Ich trauere um alle, die auf der Heimatwelt gefallen sind, aber Karl Zoris hat verhindert, dass viele Schiffe direkt vor der Geschütze der Geth geflogen sind. Der Admiral hat mir erzählt, dass Sie meinen Cousin Dornhatz auf Renorg getroffen haben. Es bedeutet mir viel, dass Dorn bei seinem Tod nicht allein war. Danke, Commander, für alles, was Sie getan haben. Badabum. So, wir müssen den Kommunikationsserver belegen. Bestätigen. 5 Punkte. Kann ich hier was machen? Schaden. Du hast auch 5. Du hast 6. Mal Warp maximieren. Mehr Bums. Elektroschock. Das ist... Commander, es ist so wie befürchtet. Geth-Staffeln sammeln sich, um unsere Lebensschiffe abzufangen. Verstanden, Admiral Rahn. Wir sind gleich beim Server. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Status? Laut verschlüsselter Geth-Kanäle wurden wir noch nicht entdeckt. Auf Widerstand werden wir wohl nur im Server selbst stoßen. Im Server? Ist der so groß? Sie missverstehen. Um Geth aus dem Server zu extrahieren, ist direkter virtueller Kontakt nötig. Sie müssen unseren Konsens betreten. Ich soll virtuell mit den Geth interagieren? So eine Verbindung ist theoretisch denkbar, wenn auch hochgradig ungewöhnlich. Into the Matrix sozusagen. Ich bin keine Maschine. Wie betrete ich eine virtuelle Welt? Ihre Spezies hat mit virtuellen Schnittstellen bereits experimentiert. Denken Sie an das Projekt Overlord. Dabei wäre beinahe ein KI-Mensch-Hybrid auf die Galaxie losgelassen worden. Wir haben das dabei benutzte Interface überarbeitet und können mit der Ausrüstung von der Normandy einen sicheren Kontakt herstellen. Vertrauen Sie uns. Ich halte zu Ihnen, Legion, auch wenn ich nicht ganz begreife, wofür Sie mich überhaupt brauchen. Sie sind eine Unbekannte, das ist ein Vorteil. Geth-Sicherheitssysteme sind im Umgang mit organischen Denkprozessen ungeübt. Während wir die Maßnahmen des Systems gegen Eindringlinge beschäftigen, deaktivieren Sie die Staffeln, indem Sie Geth aus dem Server entfernen. Wenn die Lebensschiffe dadurch gerettet werden, müssen wir es tun. Telemetrische Daten sagen für diese Operation hohe Erfolgschancen voraus. Wir haben wenig Zeit. Wir überbrücken die Sicherheitssysteme, während Sie sicher landen. Sie wollen doch nicht. Dann landen wir das Shuttle bei der Klippe. Wie ein Stein. Ja, er hat kein Fleisch, kein Knochen. Er ist Stahl. Faller drunter, Bob. Ich
Da liegt ein Geth. Und noch einer. Ganz viele. Die Geth war schon hier. Geth-Jägerstaffeln sind mit diesem Server vernetzt. Hui. Aufgrund der begrenzten Ressourcen sollten sie sich alleine anschließen. Tun wir's. Initialisiere Peer-Netzwerk-Integration. Gehen Sie zum Undock-Port. Konsenszuordnung durch. Stillhalten. Shepard Commander, von Bewegungen während des Uploads wird abgeraten. Shepard Commander, wir bestätigen Ihre Integrierung in diesen Server. Wir heißen Sie in unserem Konsens willkommen. Wow. Was ist das? Wir haben Filter installiert, damit Sie die Daten des Servers visuell registrieren können. Ihr Gehirn nimmt unsere Welt als etwas Vertrautes wahr. Vertraut würde ich das nicht nennen. Wo sind Sie? Hier. Sie sehen anders aus. Zu Ihrer Bequemlichkeit haben wir uns visuell unterscheidbar gemacht. Und Geth, die schon hier drin sind? Sie nehmen Geth als Überwachungsvideos, Audiologs und Sensoraufzeichnungen wahr. Unsere Software kommuniziert. Wir brauchen keine Körper. Unsere Hardware ist nur ein Werkzeug. Das ist unsere wahre Welt. Wenn wir Geth entfernen, wird es dunkler. Und was geschieht durch das Ausschalten des Lichts mit den Geth in der realen Welt? Die Jägerstaffeln der Geth kommunizieren über diesen Server mit Plattformen in ihrem Raumschiff. Diese Verbindung trennen wir. Wir sorgen dafür, dass keine Übertragungen oder Backups mehr stattfinden. Dieser Server wird verstummen. Als würden wir eine Stadt auslöschen, richtig? Wir haben in dieser Sache keine Wahl. Es ist eine Frage des Überlebens. Es gibt auf diesem Server zwei getrennte Speicherknoten. Wir werden auf ihre Kerne zugreifen. Das setzt die Jägerstaffeln außer Gefecht. Wir müssen ihren Ausgangsport schützen, aber sie werden nicht alleine sein. Wir halten Kontakt und unterstützen sie. So keine Geräusche sind wie im Computer. Naja, aber wie es hier in der Matrix dann so weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zusehen und hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, like und subscribe und dabei zu teilen. Und wenn ihr es noch nicht schon getan habt, die Notation will aktivieren, dass YouTube was mehr von uns sehen wollt. Wollt ihr euch YouTube nicht benachrichtigen, was man bei uns abgeht, gibt es noch den Twitter-Account für das, den ihr ein Follow drücken könnt und einschränken, dass alle Features angezeigt werden. In der Hinsicht bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.